und herzlich willkommen im Podcast Unperfekte Perfekte Ernährung. Hast du auch Diäten satt, möchtest aber trotzdem schlank und gesund sein? Hier geht es darum, gesunde Gewohnheiten auszubilden. Ich möchte Denkanstöße geben, sich der eigentlichen Ursache zu widmen, warum man nicht so handelt, wie man es eigentlich möchte. Denn beispielsweise zu viel Nahrungsaufnahme ist häufig nur ein Symptom und der Drang danach kann einfach verschwinden, wenn man einmal genauer hinschaut. Ich bin Janina und ich wünsche dir ganz viele neue Erkenntnisse aus der heutigen Folge. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei der heutigen Folge, in der es heute darum geht, wie Sarah erst 80 Kilo zugenommen hat auf 145 Kilo, glaube ich, und jetzt wieder 65 Kilo abgenommen. Und das sind Zahlen, die muss man sich mal vorstellen. Und sie erklärt eben, was die Geschichte dahinter ist. Und die ist so unfassbar spannend und berührend. Sie erzählt davon, wie sie, als sie Studentin war, langsam Ängste aufgebaut hat und die sich immer weiter verstärkt haben und sie dann wirklich eine Angststörung entwickelt hat und auch wie das ist, wenn man wirklich diese Kilos zunimmt und sich selbst im Spiegel nicht mehr wiedererkennt, wie man alles verdrängt und auch wie sie eben diesen Weg da wieder rausgefunden hat. Also wirklich eine unglaubliche Geschichte. Sie kam dann glücklicherweise irgendwann zur Hypnose und konnte schon nach einer Hypnosesitzung wieder frei durch Berlin laufen. Und nach 4 Hypnosesitzungen waren ihre Ursachen vollständig gelöst. Und ich konnte das früher auch nicht glauben, bis ich Sarah kennengelernt habe und ich durfte dann auch selbst mit ihr eine Hypnosesitzung machen und möchte dir auch in dieser Folge auf jeden Fall die Angst, die Blockaden oder auch das Missverständnis über Hypnose so ein bisschen nehmen, weil ich zum Beispiel hatte Vorurteile. Ich hatte immer Vorurteile, ich habe Hypnose immer als Humbug abgetan und in dieser Folge erfährst du halt wirklich, was das eigentlich ist. Und es hat mit dieser Showhypnose, dass irgendjemand schnipst und dann man da wie ein Huhn rumgackert und völlig willenlos ist, einfach überhaupt nichts zu tun. Und am Ende der Stunde erfährst du noch, wie Sarah bei mir in der Hypnose die Pommes aus dem Unterbewusstsein gezaubert hat. Und was das überhaupt für eine Situation war und warum das in dem Moment aus meinem Unterbewusstsein herauskam. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und neue Erkenntnisse in dieser Folge. Und genau, jetzt begrüßen wir Sarah. Hallo Sarah, ich freue mich, dass du heute hier bei mir im Podcast bist. Freust du dich auch? Ja, ich freue mich auch. Hallo Janina. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du so? Ja, ich bin die Sarah und ich bin Hypnosetherapeutin aus Berlin-Zehlendorf, habe dort meine eigene Praxis, Herzhypnose Berlin. Wie bist denn du zur Hypnose gekommen? Uff. Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Das war meine eigene Heilerfahrung damals, durch die ich auf Hypnose aufmerksam geworden bin. Und die Möglichkeiten und die Kraft der Hypnose in so wenigen Sitzungen so unfassbar viel zu bewirken, hat mich so gefesselt, dass ich einfach wusste, ich kann das nicht hinter mir lassen und ich will Hypnose lernen, ich will sie perfekt anwenden und perfektionieren, um von meiner Leidenschaft und Begeisterung an anderen was weiterzugeben und anderen Menschen helfen, ihre Ziele zu verwirklichen, ihre Probleme zu lösen, die einfach mit Willenskraft alleine. Willenskraft ist super und ist auch sehr wichtig und braucht es auch bei einer Hypnosetherapie, aber manchmal ist der Wille ganz groß, aber man kommt einfach nicht weiter. Wahnsinn. Wahnsinnsgeschichte. Magst du da nochmal genauer einsteigen, was da damals los war? Ja, es begann eigentlich während meines Studiums. Ich habe zunehmend Ängste entwickelt. Es fing an mit dem Unwohlsein unter Menschen, dass ich gemerkt habe, okay, beim Bahnfahren, da fühle ich mich jetzt nicht wohl. Vorher war aber alles so für dich wahrnehmbar erstmal in Ordnung, vor dieser Zeit? Ja, doch, ich hatte einige Auf und Abs in meinem Leben, aber es war konstant. Ja. Ich hatte Freunde, Spaß. Ich war Anfang 20, ich habe mein Leben genossen, das gemacht, worauf ich Lust hatte und mir ging es eigentlich ganz gut. Und dann, ja, dann kam das Studium und ich habe zunehmend gemerkt, ich konnte es erst nicht zuordnen. Ich habe mich nicht mehr wirklich gut gefühlt. Ich saß in der U-Bahn und es fing an mit nassen Händen. Ich wurde nervös unter Menschen. Ich hatte immer mehr das Gefühl, von allen beobachtet, bewertet, negativ bewertet zu werden.
Und das hat mich am Anfang überfordert. Ich habe dem aber auch keinen Krankheitswert beigemessen. Ich dachte einfach, okay, das ist jetzt mal so. Es war auch ein bisschen viel in letzter Zeit und jetzt das Studium und der Stress und der Druck. Und das ist eine Phase und die wird schon wieder vorbeigehen. Und so habe ich das erstmal verdrängt und mich aufs Studium konzentriert. Und so die Phase ging nicht vorbei. Es wurde immer stärker. Ich habe mich immer weiter zurückgezogen, auch von Freunden. Ich habe mich in der Öffentlichkeit auch einfach nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe Herzrasen bekommen. Es war alles nur noch eine Belastung. Es war schwer und es war auch nicht mehr wirklich ein lebenswertes Leben. Ich bin dann, der Hauptfokus lag dann drauf, einfach jetzt irgendwie zur Uni zu kommen, die Vorlesung packen, nach Hause und dann war ich erschöpft. Ich war auch unfassbar erschöpft und müde. Wahnsinn. Immer aus diesem Gefühl heraus, dass du irgendwie funktionieren musst, aber so ein Schleier über dir liegt und der dich so ein bisschen Angst. Also es war Angst. Wahnsinn, ja. Es war Angst, die sich immer mehr gesteigert hat, dann zieht man sich immer mehr zurück, man geht sozialen Situationen immer mehr aus dem Weg und die ganze Aufmerksamkeit verschiebt sich. Man sitzt beispielsweise im Café, also ich habe jetzt in einer sozialen Phobie gelitten, die sich halt dann aber auch immer mehr verstärkt hat. Du sitzt im Café und normalerweise sitzt du im Café und du kriegst gleich mal mit, wenn nebenan irgendwie einen Satz sagt, aber das war es auch. Aber zu der Zeit, du sitzt im Café und du hast alles, deine ganze Wahrnehmung ist verschoben. Du weißt, wer sitzt links, wer sitzt rechts. Du hörst alles und du denkst bei jedem Geräusch, bei jedem Tuscheln, es ist auf dich bezogen. Es ist auf dich bezogen. Du wirst negativ bewertet. Hinter dir der Tisch, der lacht. Natürlich lachen die über dich. Ach, und wenn du diesen Druck den ganzen Tag hast, von der U-Bahn über das Café und, das ist ein tierischer Leidensdruck. Ja. Du weißt rational, es ist schwachsinnig. Du weißt doch rational, hey, du bist nicht so wichtig, dass die komplette U-Bahn sich um dich dreht oder alle Menschen nichts Besseres zu tun haben. Aber es kommt vom Gefühl nicht an. Du fühlst es eben nicht. Du fühlst, dass alle ein Problem mit dir haben. Du fühlst dich von allen negativ bewertet. Boah, Wahnsinn. Und das ist belastend. Das glaube ich dir. Was hat es mit dir und mit deiner Lebensqualität gemacht? Ja, fürchterlich eingeschränkt. Ne? Am Anfang kam der Rückzug. Und dann kommt dieses Vermeidungsverhalten. Du meidest immer mehr, unser Körper ist ja darauf programmiert, du empfindest Angst und dann werden ja auch die körperlichen Empfindungen ausgeschüttelt, entweder vermeiden oder also Flucht, sprich Vermeidungsverhalten oder Angriff. Ja. So und umso stärker so Ängste werden, am Anfang ist man noch stark und kämpft dagegen an, aber es kostet enorm Kraft und es ist echt anstrengend und das schafft man eine Zeit, aber auch nicht immer. Hm. Und dann fängst du immer mehr an zu vermeiden. Erst waren es die sozialen Situationen, dann waren es nur noch die wichtigen Vorlesungen und das hat sich bei mir so weit gesteigert, auch über Jahre, dass ich irgendwann gar nicht mehr das Haus verlassen habe. Also es kam auch, es war ein schleichender Prozess, sowas kommt ja auch nicht von heute auf morgen, dann waren es mal 3 Tage am Stück nicht rausgegangen, dann mal 4 Tage am Stück, einfach weil ich Angst hatte. Okay. Weil ich Angst hatte und es ist eine tierische Erschöpfung, Kraftaufwand, und so unwohl gefühlt unter Menschen. Und die Menschen begegnen dir nun mal überall. Und wenn es Menschen sind, die dir Angst machen, dann so vermeidest du immer mehr. Und durch dieses Vermeidungsverhalten konditionierst du dich ja auch wieder selber an, weil du bleibst drin, du vermeidest die Situation, dadurch geht es dir gut und ne, dann kommt dieser Kreislauf. Ja, Wahnsinn. Und ja, und dann habe ich irgendwann, ich glaube, 2 Jahre am Stück gar nicht mehr die Wohnung verlassen. 2 Jahre hast du komplett isoliert dann gelebt. Oh, Wahnsinn. Du hast auch schon von körperlichen Symptomen eben gesprochen, dass dein Herz angefangen hat zu rasen und so. Gab es da noch andere körperliche Symptome? Ja, also prinzipiell hatte ich viel mit Hitzattacken, also erstmal überhaupt Schwitzen, nervöses Schwitzen unter Menschen, in Stresssituationen, Herzrasen, Drückegefühl in der Brust. Dann habe ich unfassbar viel zugenommen während der ganzen Zeit. Wie viel? 80 Kilo. 80 Kilo. Aber auch nicht von heute auf morgen. Ne? Es fing langsam an. Es fing mit den Ängsten an. Ich fühlte mich immer unwohler. Dann bist du traurig. Ziehst dich immer weiter zurück. Dann bist du traurig und dann isst du mehr und mehr. Du isst immer mehr Mist, um diese Traurigkeit zu kompensieren. Ne? Genau, zu kompensieren. Richtig. Und das war das Einzige. Irgendwie zur Vorlesung, irgendwie nach Hause. Und dann war die Tür zu und es war jetzt dieses Stresslevel, du stehst ja unter einem kompletten Stress und Druck, wenn du so mit Ängsten konfrontiert bist. Und dann isst du ein bisschen, ja, und dann wird es halt immer mehr. Und dann versuchst du eine innere Leere oder Liebe, die ich zu dem Zeitpunkt nicht in mir selber gesucht habe, sondern in der Außenwelt, die du dann aber natürlich so nicht bekommst,
fängst du an zu essen bzw. fressen als Schutz. Es sind ja so viele Mechanismen, die da mit reinspielen. Und dann habe ich, und wenn du dann gar nicht mehr rausgehst, war Essen das einzigste Highlight. Ja. Und dann machst du keinen Sport und so weiter und so fort. Und dann kommt da schnell was zusammen. Es waren dann bei mir am Ende 80 Kilo. Wahnsinn. Also, ich kannte ja deine Geschichte aus dem Vorhinein und da hast du mir erzählt, wie viel du jetzt schon wieder abgenommen hast. Aber dass es vorher 80 Kilo waren, die da schon mal draufgekommen sind, das war mir so tatsächlich auch noch nicht bewusst. 147 Kilo. Oh Gott, und jetzt sitzt du vor mir und wir haben uns beim Sport kennengelernt. Wahnsinn. Wie kam da irgendwie der Switch? Hast du denn in dieser Phase, hast du da schon irgendwie versucht, da irgendwie ranzukommen? Hast du nach Lösungen gesucht? Was hast du versucht und was hat letztlich funktioniert? In der Phase gar nichts. Jetzt auch im Nachhinein, es ist ja eine relativ sehr lange Zeit. Ich kann das zeitlich überhaupt nicht fassen. Das ist für mich, als wenn ich in so einer negativen Blase unterwegs war. Wie in so einer Negativ-Trance. Ich habe mich auch den ganzen Tag beschäftigt. Ich bin nicht rausgegangen, aber ich bin morgens aufgestanden um 7 und habe den ganzen Tag geputzt, gemacht und getan. Habe das Leben von meinem damaligen Freund noch irgendwie gemanagt, von der Familie. Also ich hatte immer was zu tun. Mhm. Und das heißt, es ist auch von außen gar nicht so aufgefallen, dass es dir so schlecht ging? Nein, ich habe mit allem Kraftaufwand versucht, es zu verheimlichen, man fängt an zu lügen, weil man sich so unfassbar schämt. Das waren so viele Schamgefühle bei mir, noch nicht mal, weil ich nicht rausgehe, sondern ich habe mich für alles und jeden geschämt und mit jedem Kilo, was du dann zunimmst, werden diese Schamgefühle ja immer noch größer. Und dann vermeidest du noch mehr, fühlt sich noch unsicherer. Umso unsicherer du fühlst, umso mehr machen dir die anderen wieder Angst. Ja. Du isst und dann nimmst du weiter zu. Es ist ja wirklich ein Kreislauf. Also und dann musst du irgendwann den Schritt gehen und den ersten Schritt rausmachen. Weil sonst wird es immer weitergehen. Ja. Und in der Zeit selber habe ich nichts gemacht, weil ich habe so vor mich dahin gelebt, in dieser Blase. Ich hatte keine Kraft mehr. Wahnsinn. Das war die Kraft, die ich vorher verbraucht habe. Ja. Und ich war total kraftlos. Und woher kam dann denn dieses Fünkchen, dass du doch den ersten Schritt gemacht hast? Du hast ja gesagt, irgendwann muss der erste Schritt kommen. Also einen speziellen Auslöser gab es gar nicht. Ich habe irgendwann in den Spiegel geguckt und ich habe mich selber nicht mehr erkannt. Ja. Also ich habe davor monatelang nicht in den Spiegel geguckt. Ja. Geht alles? Oder also selbst wenn ich vor dem Spiegel stand, mir Zähne geputzt habe, ich habe zwar in den Spiegel geguckt, aber ich habe mich nicht gesehen. Und, so komplette Verdrängung von dem. Ja, genau. Du guckst in den Spiegel, aber du siehst es gar nicht. Ja. Und irgendwann habe ich in den Spiegel geguckt und habe mich dann gesehen. Es war wie so, also 148 und 47 Kilo, das ist... Ich habe in den Spiegel geguckt und das war ich nicht. Also ich habe einen Menschen im Spiegel gesehen, der ich nicht bin. Ich kam mir vor wie so ein Monster. Ja. Und irgendwie hat es da... Ich wollte nicht mehr. Ich wollte wieder ein Leben haben. Dieser Tag kam irgendwann, aber dann mit aller Wucht. Und dann habe ich halt nach Therapiemöglichkeiten geguckt. Weil die Ängste sich natürlich auch in der Zeit, wo ich nicht rausgegangen bin, Ängste, wenn du Ängste nicht anpackst, sie werden stärker. Sie fangen an. Es war nachher alles. Ich hatte Angst vom Tod. Ich habe Panikattacken so bekommen. Selbst wenn so eine Gastherme anfängt zu klicken, hatte ich, ne, kennst du ja, wenn so eine Gastherme, hatte ich das Gefühl, das Haus springt gleich in die Luft. Also diese Ängste breiten sich immer mehr aus. Boah. Wenn mein damaliger Freund dann unterwegs war, Ängste, dass ihm jetzt was passieren könnte im Auto und so weiter. Das ist eine Angstspirale, die ich von morgens bis abends nur noch begleitet. Wahnsinn. Also du hast auch überhaupt gar nicht irgendwie Angst. Manchmal gibt es ja auch so spezifische Angst vor Spinnen oder was du gesagt hast, vor Menschen. Sondern es war wirklich, dass du dir jede Paniksituation, die man sich irgendwie ausmalen kann, hat dein Gehirn sich da zusammengesponnen. Genau. Mit der Zeit, ne? Erstmals die Menschen, die sozialen Situationen, das war, und damit fing es an. Und dann fängt es an, immer stärker. Und dann hatte ich irgendwann alles, Angst, nicht mehr aufzuwachen, Angst zu sterben. Und so kannst du deinen ganzen Tag nur mit Ängsten verbringen. Wahnsinn. Ja, und das ist ein schlimmer Kreislauf. Also es ist auch ein enormer Leidensdruck. Aber es geht eben auch, man kann ausbrechen, wenn man will. Ja. Und diesen Willen hat. Und so kam bei mir irgendwann dieser Tag, wo ich es verändern wollte. Und wo ich dann nach Therapiemöglichkeiten von zu Hause aus geguckt habe, weil ich wollte in keine Klinik. Also hätte Hypnose, ich habe mir gesagt, okay, ich mache jetzt Hypnose. Hätte Hypnose nicht geklappt, wäre die nächste Möglichkeit für mich dann, dass ich mich in stationärer Behandlung einweisen lasse. Aber Verhaltenstherapie kam für mich persönlich nicht in Frage. Warum? Weil so dieser,
das war das damalige, das ist dieses Verhaltenstherapie, okay, du stellst dich deine Angst, das hört sich so super an. Mhm. Dann dachte ich mir, ich habe mich so oft meiner U-Bahn ver-, also so oft bin ich in die U-Bahn gestiegen und habe mich irgendwie meine Angst gestellt. Es hat für mich logisch, hat sich nicht richtig angefühlt. Mhm. Und nichts, was mich überzeugt hätte oder wo ich die Kraft gesehen hätte, dass es mich heilen kann. Dann andere, es gibt ja viele Therapiemöglichkeiten oder Psychoanalyse. Ich wusste, ich habe ein Problem. Ja. Ich wollte mich aber gar nicht so auf die Ursache, auf die Vergangenheit stützen, sondern ich wollte aktiv gucken, wie ich es schnell und effektiv auflösen kann, ohne dass ich in der Vergangenheit rumbohren kann, weil die Vergangenheit kann ich nicht ändern. Ja, Wahnsinn. Und dann bist du zur Hypnose gekommen. Genau, dann habe ich ein ganz, ganz tolles Buch, Nie wieder Angst, von Dr. Norbert Preetz, das ist eine Koryphäe im Angstbereich, gelesen, wo die Hypnose ganz gut erklärt wurde, auch verschiedene Selbsthilfetools vermittelt wurden, ja, die natürlich bei so einer ausgeprägten Angst dann auch nicht greifen, aber prinzipiell hat mich der Ansatz und die Hypnose absolut fasziniert und es hat für mich enormen Sinn gemacht. Man geht hin, man guckt, hey, wo ist die Ursache? Mhm. Und dann löst man es auf. Und es geht so Schnips. Genau, so in etwa. Es geht so Schnips. Also gerade bei Ängsten ist Hypnose unfassbar effektiv, bei allen, also bei vielen Sachen. Ja. Aber gerade bei der Angstbehandlung ist Hypnose einer mit der effektivsten Mittel und du kannst in 1 bis 4 Sitzungen so viel erreichen. Und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich mir halt einen guten Hypnosetherapeuten gesucht. Mhm. Oder was heißt gut? Jeder muss für sich eine Hypnose. Das Wichtigste, eine Hypnose ist wie Teamarbeit. Du hast einen Reiseführer, deinen Hypnosetherapeut und den Klient. Mhm. Und der Hypnosetherapeut kann dem Klienten zeigen, wie geht er in Hypnose. Er kann dich zu deinen Ressourcen, zu der Ursache führen. Mhm. Aber auch nur, wenn du dich darauf einlässt. Wenn du dich darauf einlässt und willst und Vertrauen hast. Und das ist das Wichtigste, was ich eigentlich auch jedem raten kann, der einen Hypnosetherapeuten sucht. Achte darauf, dass die Chemie stimmt. Ja. Und ja, dann kann man da halt sehr viel erreichen. Und das habe ich gemacht und habe halt wirklich nach 4 Sitzungen enorme... Ja, nach der ersten Sitzung konnte ich durch Friedrichshain laufen, als wäre nichts gewesen so ungefähr. Und nach der vierten Sitzung. Wahnsinn. Ja, und das war ein Wahnsinnsfeeling. Und nach der vierten Sitzung bin ich dann rausgegangen, es war meine letzte Sitzung und ich wusste einfach, das kann es nicht gewesen sein mit Hypnose. Also du willst deine Erfahrung, es soll gar nichts Negatives, meine Erfahrung soll anderen ermutigen und ich will anderen, gerade Angstpatienten oder auch ob es eine Depression ist, es ist ja überall so ein Leidensdruck. Ja. Immer, wenn du was mit dem Willen willst, ist es ja wie beim Abnehmen. Du willst abnehmen, der Wille ist da, aber irgendwas hindert dich dran. Mhm. Oder du greifst immer wieder zur Schokolade oder was ist Mist, obwohl du weißt, es ist scheiße, aber einfach um deine Gefühle zu, um dir was Gutes zu geben. Das hast du ja, ob es beim Übergewicht ist, bei einer Depression oder bei Ängsten, es ist ja immer das Gleiche. Und Menschen helfen, ihr wahres Potenzial zu erleben und so viel freier zu leben. Das ist das, was ich seitdem mache. Und wo mein Herz aufgeht, ja. Das ist Herzhypnose. Ja. Aber du hast es ja gerade erlebt. Ja, ich durfte es eben selbst erleben. Es war tatsächlich ein Zustand, den ich sehr genossen habe. Also ich kenne ja auch Sarah jetzt schon einfach ein bisschen und ich vertraue ihr da auch voll und ganz und habe auch vorher schon meine, also so kleine Erfahrungen immer wieder mit Hypnose gemacht, aber so in Richtung Selbsthypnose, dass ich Audiodateien zum Beispiel hatte, die ich abgespielt habe und mich da schon so drauf eingelassen habe. Deswegen war auch die Vorstellung, die ich früher von Hypnose hatte, nicht mehr da. Früher habe ich nämlich immer gedacht, boah, bei Hypnose, da kommt jemand, der, weiß ich, kommt vielleicht mit einem Pendel oder schnipst oder so und dann kippe ich um und mache den Hühnertanz oder weiß ich nicht, dann bin ich völlig willenlos und derjenige kann mit mir tun und machen, was er will und ich bin dem dann einfach ausgeliefert und die Hürde habe ich mir zum Glück schon vorher abgebaut und weiß mittlerweile einfach, dass es einfach nicht so ist, dass man nur das, was man, wo man sich selbst wirklich wohlfühlt, dass man nur so auch wirklich in diesen Entspannungszustand kommen kann. Und das war sehr, sehr angenehm. Also ich konnte mich total auf mich selbst konzentrieren und einfach so die einzelnen Körperteile in mir spüren und es hat mir auch den Geist so ein bisschen wieder geklärt, wenn man einfach mal wieder so ein bisschen bei sich ankommt und dann die Gedanken, vorher habe ich eine starke Rauchwolke an Gedanken um mich rum gehabt und die konnte ich einfach so ein bisschen auflösen und so ein bisschen Leichtigkeit und Lockerheit dadurch einfach nochmal erfahren. Es war sehr, sehr
angenehm und sehr wohltuend. Und ich habe auch während der Hypnose schon gemerkt, manchmal kamen dann so Gedanken auf, dass ich irgendwie bestimmte Dinge steuern wollte. Und dann hat es mich so ein bisschen mehr rausgerissen. Und immer wenn ich wieder gedacht habe, nee, das ist jetzt nicht Sinn und Zweck der Hypnose, konnte ich mich wieder mehr drauf einlassen und konnte wieder so ein bisschen tiefer in die Entspannung sinken und konnte mich die ganze Zeit auch selbst einfach dabei beobachten. Und Sarahs Stimme habe ich immer völlig klar gehört und hätte halt jederzeit einfach abbrechen können, wenn ich gewollt hätte. Aber warum so einen schönen Zustand abbrechen? Wir haben aber eben noch einen ganz wichtigen Teil vergessen. Sarah, wie viel zur Hölle hast du jetzt schon wieder abgenommen? Oh ja, jetzt bin ich bei... Also ich habe meine Waage vor 3 Monaten weggeworfen. Sehr gut. zum Schluss war ich bei 60 Kilo. Mhm. Die du 60, wieder abgenommen 70 hast. Kilo, die ich abgenommen habe. Wahnsinn, ja. Genau. Ich kann es dir jetzt, wie gesagt, die Waage wurde weggeworfen, wird ja auch nicht wieder angeschafft, aber es müsste seitdem auch nochmal weniger geworden sein. Ja. Mhm. Wahnsinn. Und das ging auch mit Schnipshypnose und dann war das so? Nee, das ging nicht mit Schnipshypnose, war es so. Das habe ich wirklich mit Willenskraft. Also bei mir war es echt ein Schalter, der umgelegt wurde. Es war noch nicht mal so Willenskraft. Mhm. Ab da, wo ich auch mehr ins Gleichgewicht und wieder zu mir selber gefunden habe, ging dann auch das Übergewicht immer weiter weg. Ich habe natürlich Sport gemacht, ja. Aber auch einfach, ich brauche Sport. Mhm. Sport tut mir gut. Und wenn ich ein paar Tage keinen Sport mache, dann merke ich das auch immer ganz deutlich. So, also Sport gemacht, natürlich. So für den Stressabbau, oder? Ja, und für die Psyche, ganz ja. klar. Okay. Also ich komme in ein ganz negatives State, wenn ich keinen Sport mache. Das brauche ich einfach als Ausgleich. Gerade am Anfang habe ich natürlich mehr Sport gemacht und das massiver gemacht, um abzunehmen und jetzt entspannter. Mhm. Aber da mit Willenskraft und Low Carb. Mhm. Ne? Low Carb. Low Carb. Okay, Low Carb. Und Low Carb, machst du das jetzt immer noch? Oder wie war da so dein Weg? Also was genau hast du gemacht, um tatsächlich ins Abnehmen zu kommen? Sport und Low Carb und Punkt? Zunächst, willst du die Wahrheit? Ja, gib mir die Wahrheit. Die schonungslose Wahrheit, bitte. Okay, also da gibt es ja so einen Eiweißshake, den habe ich zunächst getrunken, 3-mal am Tag, relativ lange. Und sonst nichts gegessen? Nein. Ja, ich habe dich gefragt, ob du die Wahrheit willst. Okay, gib mir weiter die Wahrheit. Ich wollte es halt extrem. Also wenn du, sagen wir mal so, ich würd's jetzt, hätte ich jetzt 10 Kilo Übergewicht gehabt, hätte ich es so nicht gemacht. Aber bei 147, 148 Kilo, die ich hatte, wenn ich da jetzt gesund und natürlich abgenommen hätte, hätte mich das tierisch demotiviert, weil ich wollte erstmal schnelle Erfolge und ich wollte wieder in den Spiegel gucken und mich einigermaßen wiedererkennen. Mhm. Und da, gesunde Ernährung ist super, hätte mir aber in dem Moment nichts gegeben und hätte mich frustriert. Ich brauchte erstmal schnelle und gute Erfolge. Mhm. Das stand für mich an oberster Stelle. Aber man kann auch mit gesunder Ernährung ja, schnelle, bestimmt, gute Erfolge aber, okay, aber da kannte ich dich ja noch nicht. Aber so, und dann habe ich es radikal gemacht und extrem gemacht. Habe dann halt diesen besagten Eiweißshake 3-mal täglich getrunken. Mhm. Habe jeden Tag darauf geachtet, 1-2 Stunden Cardio zu machen und habe volles Programm gemacht. Und dann sind die Kilos so gepurzelt. Mhm. Was aber jetzt sicherlich nicht nur daran lag, sondern einfach auch, mein Körper hat dieses Übergewicht nicht mehr gebraucht, was ja auch irgendwie eine Schutzfunktion war. Und ja. umso mehr ich zu mir und meine Mitte gefunden habe, umso mehr sind die Kilos verschwunden. Ja. Dann natürlich Sport. Gerade bei so einem Übergewicht, also Sport und ja, und dann irgendwann auf Eiweiß geachtet. Dass du mehr Eiweiß zu dir nimmst. Genau, oder? Dann habe ich 2 von den Eiweißshakes getrunken und ansonsten ne, Fisch, Fleisch, Gemüse zum Mittagessen. Wird mir dann irgendwann auch zu eintönig. Also ist alles eine Zeit lang cool. Irgendwann ist die Luft raus. Das war dann bei mir auch so. Und du kommst natürlich, so Diäten können ja auch irgendwie süchtig machen. Also das wirst du besser kennen, was da im Kopf so vorgeht. Aber du kommst, wenn du es übertreibst mit Diäten, in diese Spirale rein, ja, wo ich absolut. Irgendwann war, dass ich mich über das Gewicht definiert habe. Dass ich wusste, okay, jetzt musst du die nächsten 5 Kilo abnehmen. Das und das ist die Zielzahl. Dann gehst du dann und dann auf die Waage und dann bist du da drauf und hast du das Gewicht. Und das machst du dann auch. Aber du fühlst dich anschließend genauso blöd wie vorher. Setzt dann nur das neue Ziel und wieder 5 Kilo. Also über die Waage zu definieren. Und täglich auf die Waage gehen. Ja. So in diesem Kreislauf war ich täglich und am besten morgens und abends. Und ich habe mich super gefühlt. Ich bin auf die Waage gegangen, ja,
Die Zahl hat mir nicht so gefallen, danach ging es mir nicht mehr super. Und irgendwann habe ich erkannt, dass das auch nicht der richtige Weg sein kann für mich, um dauerhaften Frieden in mir zu finden. Und solange ich mich über mein Gewicht definiere, glaube ich, und das ist bei jedem so, wirst du keinen inneren Frieden finden. Ja. Weil du machst dein Wohlbefinden von der Zahl abhängig. Und das ist eigentlich total affig. Ja, ist es auch. Absolut. Und als ich das erkannt habe, ja, habe ich meine Waage dann weggeworfen. Finde ich super. Finde ich echt, also deine Story absolut bemerkenswert. Bei diesem Weg am Anfang, als du noch so diese Motivation hattest, dir auch diese Eiweißshakes zu geben, wie hast du dich dabei gefühlt? Musstest du dich immer wieder dazu zwingen? Hattest du Heißhunger? Also wie waren so deine Gefühle während des Abnehmens? Super. Also weil es einfach vorwärts ging? Ja, die ersten 3 Tage sind ja bei sowas immer radikal. Ja. Aber dann, wenn der Körper erstmal so entgiftet hat oder wenn ich drin war, da habe ich mich super gefühlt und leicht. Ja. Das ist mir nicht schwer gefallen, weil ich eher da, du hast ja vorher so viel Mist gegessen, man muss ja von der Ausgangssituation gucken, so viel Mist und gegessen, dass das ja schon echt vom Körper schon irgendwas Gutes ist. Ja. Ja. Und ja, hört sich blöd an, aber ist ja so. Und dann ist es ja auch, ist es ja weniger Mist. Ich sage ja auch, ich würde es niemals, wenn ich 20 Kilo Übergewicht gehabt hätte, hätte ich es nicht gemacht, weil es ist schon morgens. Und selbst jetzt, ich kann es gar nicht mehr nehmen. Also wenn ich es sich ein solches nochmal versucht habe, nee, ich kann es auch keinem empfehlen, weil ich nicht glaube, dass bei mir da ist so viel zusammengekommen. Ja. Diese Krankheit, dann so viele Schritte, die ich in den letzten Monaten gegangen bin. Aber jemand, der dauerhaft abnehmen möchte, ich glaube, es ist der letzte Mist. Und eher gefährlich, weil ich glaube, dass das vielleicht eine Zeit lang geht, aber dann irgendwann doppelt und dreifach wieder drauf ist. Weshalb ich ja jetzt für mich selber einen anderen Weg suche und erstmal über dieses Annehmen und auf ausgewogene Ernährung. Und das ist ein dauerhafter Weg. Ja, absolut. Da stehe ich voll und ganz hinter dir. Hast du im Moment auch bei deiner Ernährung selbst irgendwie, zügelst du dich in bestimmte Richtungen oder hörst du drauf, was dein Körper dir gerade sagt oder wie gehst du da vor? Wie ist es im Moment? Jetzt gerade mache ich auch keine Diät. Gut, ja, weil es ist, geht genau, halt auch. Es ist auch. Erstmal, also ich habe vor 3 Monaten aufgehört, als ich die Waage weggeworfen habe. Ich mir gedacht habe, jetzt mach auch mal ein bisschen langsam. Du hast jetzt so viel abgenommen. Jetzt, ich bin so froh, dass man es meinem Körper nicht ansieht. Also wenn ich andere, ne, bei 70 Kilo, man kennt es sonst aus dem Fernsehen, die Hautfetzen, ich habe so unfassbar Glück gehabt. Ich mir jetzt denke, jetzt gönne ich meinem Körper auch gerade mal eine kleine Pause. Bin total froh, dass ich gerade so dieses intuitive Essen, dass du isst, was erstmal gucken, wann habe ich Hunger, was esse ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und wenn man auf irgendwas Lust hat, sich das auch nicht zu verbieten. Ja. Weil für all das ist ja die Willenskraft zuständig. Ne? Und Willenskraft, das sagt das Wort schon, kostet Kraft und die ist auch nur begrenzt und das kann auf Dauer nicht klappen. Meine Meinung. Absolut. Ach so, gut. Ich stehe da voll und ganz so, hinter dir. Ja, gut. Du hast mich so fragend an, als ob ich dich gleich hauen wollte. Nein, ich unterschreibe das absolut. Also okay, gut. Auch ich habe auch an mir immer wieder gemerkt, also es ist ja nicht so, als wäre ich ernährungstechnisch da völlig perfekt aufgestellt. Ne? Ich habe da auch schon einfach viele Dinge ausprobiert und nein, ich habe kein Übergewicht und ich hatte auch kein Übergewicht, aber trotzdem habe ich alle Wege auch mal irgendwie ausprobiert, um für mich den zu finden, der sich irgendwie am besten anfühlt, wo ich das Gefühl habe, dass ich in meinem Körper am besten ankomme und dass ich mir auch selbst das Gesündeste tue. Und dafür gehört einfach der Geist. Also den kann man davon einfach nicht mehr trennen. Und in dem Moment, wo dann halt tatsächlich, wenn man sich rigoros alles komplett und strikt verbietet und nur noch in eine Richtung geht, da ist man nicht mehr so ganz völlig bei sich. Und das habe ich für mich auch erkannt, dass es einfach langfristig keinen Sinn macht. Ja. Und jetzt bist du Hypnosetherapeutin. Ja, genau. Wahnsinn. Ja. Erklär uns doch mal so ein bisschen was zur Hypnose selbst. Was ist denn eigentlich Hypnose? Ja, Hypnose, du hast es ja vorhin schon ganz beeindruckend geschildert. Dieses Bild, ne, 3, 2, 1. Und wie hast du gesagt, ich esse eine Zwiebel oder mach mich zum Huhn? Also das Bild, was du mal hattest, das haben ja leider viele Menschen. Das ist geprägt, oder bei den meisten geprägt, aus den Bildern, diese Show-Hypnose, die beeindruckend rübergebracht wird. 3, 2, 1, die Leute machen sich da, Opfer machen sich auf der Bühne zum Huhn und machen Sachen, die sie nicht wollen. Und das ist bei manchen Menschen im Kopf.
hat mit Hypnose aber eigentlich überhaupt nichts zu tun. Denn um zu verstehen, was Hypnose ist, Hypnose ist ein natürlicher Bewusstseinszustand. Und wir alle, auch du, befinden uns mehrmals täglich in Hypnose. Mhm. Wenn du morgens aufstehst, dieser Zustand zwischen, okay, ich schlafe noch, ich bin leicht schläfrig und bin schon wach oder beim Einschlafen, dein Körper ist schon angenehm schwer, die Gedanken werden weniger und du driftest so langsam in den Schlaf, ne? Wachbewusstsein und Schlafbewusstsein. Das alles sind tranceartige Zustände. Mhm. Du fährst auf der Autobahn im Auto, ne? Kilometer und Kilometer und bist komplett so, kommst irgendwann an und wunderst dich dann, es ging immer schnell, was ist denn passiert auf der Fahrt? Ja. So, das ist alles. Oder beim Joggen, du joggst. Du sagst, was ist noch mit Badewanne? So, du liegst in der Badewanne oder du liest gerade ein Buch, ja. Bist total in das Buch vertieft. Um dich herum wird einfach alles unwichtig. Du vergisst die Zeit, du hörst zwar alles, aber es hat keine Bedeutung mehr. Du vergisst die Zeit und bist komplett auf dein Buch fixiert. Mhm. So, und das sind alles, ist ein ganz natürlicher Zustand, das sind alles natürliche Zustände. Und das ist Hypnose, das ist Trance, ein natürlicher Bewusstseinszustand, bei dem du alles drumherum hören kannst, wie du ja auch gerade selber geschildert hast und erlebt hast. Du kannst alles drumherum hören, du kannst auch denken. Mhm. Die Gedanken werden einfach nur unwichtiger und weniger. Und und es fühlt sich angenehm entspannt. Es ist eine tiefe körperliche und geistige Entspannung. Aber weiß Gott, bist du nicht willenlos? Nee. Und hätte, das ist es immer, ich weiß, wenn ich mit Hypnose oder irgendein Hypnosetherapeut gegen den Willen des Klienten was machen könnte, dann wäre Hypnose verboten. Ja. Dann wäre Hypnose einfach verboten. Und egal, wie tief du in der Hypnose bist, wenn du nicht möchtest oder wenn du raus willst, dann kannst du jederzeit rausgehen. Das ist, stell dir vor, ihr hätte vorhin die Alarmanlage, Feueralarm geklingelt. Mhm. Du hättest dich rausgerissen. Das ist deine, das ist deine Entscheidung. Und deswegen hat Hypnose überhaupt nichts mit Willenslosigkeit zu tun. Ich finde eher im Gegenteil. In dem Moment, wo du einen Hypnosetherapeuten aufsuchst, weil du Ängste hast oder eine Depression oder weil du einfach isst, um eine innere Leere zu füllen. Mhm. Dann gehst du dahin, um die Kontrolle über dein Leben wiederzuerlangen. Ja. So, und da gehst du bewusst hin mit Willenskraft und willst die Kontrolle über dein Leben zurückhaben. Ja. Und dann zeigt der Hypnotiseur dir, er leitet dich an, in Hypnose zu gehen. Mhm. Und dann ist Hypnose Teamarbeit. Dann wirst du zusammen, ne, jetzt beispielsweise du, ihr geht dann zusammen, also der Hypnotiseur, ich würde dich jetzt in Hypnose bringen. Ja. Und alles, was dann kommt, wir gucken dann, wo ist die Ursache? Ah, okay. Warum greifst du zu Schokolade oder warum isst du zu viel, um diese Leere zu füllen, beispielsweise? Okay. Mhm. Oder wo ist der Ursprung, die emotionale Ursprung? Das sind ja alles Symptome, egal ob jetzt sehr starkes Übergewicht oder eine Angst, das sind ja alles Symptome deines Körpers. Mhm. Und in der Hypnose können wir gucken, in diesen körperliche, geistige Entspannung, diesen Zustand nutzen wir, um zu gucken, wo ist die Ursache? Und da spricht man dann auch? Oder also wie kommuniziert man da? Genau, klar. Du kannst ja in Hypnose, wir haben jetzt gerade nicht miteinander gesprochen, wir haben eine Entspannungshypnose gemacht, aber in der therapeutischen Arbeit, da redet der Klient mit dem Therapeuten. Ja. Weil wir sind ja Team. Ich weiß ja nicht, ich bin zwar immer bei dir, aber ich weiß ja nicht, was erlebst du gerade. Und das ist eine ganz klare Kommunikation. Wir reden miteinander und schauen halt. Du musst mir auch erklären, wo bist du gerade, wie geht es dir, was brauchst du in der Hypnose, wo sind wir jetzt? So, und dann, ja, Teamarbeit. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man sich einen Therapeuten sucht, dem man vertraut, wo einfach die Chemie stimmt. Ja, und kann ich da jetzt, angenommen, ich habe 20 Kilo zu viel und möchte die gerne abnehmen, dann gehe ich zum Hypnosetherapeuten und dann gibt es aber nicht die eine Sache, wo er sagt, okay, ich schneide jetzt die Verknüpfung zwischen Schokolade und was auch immer auf und das funktioniert dann nicht mehr, sondern es wird immer nach der Ursache gesucht und die Ursache liegt nie bei dem zu viel Essen an sich, sondern halt, das war jetzt ein bisschen Kuddelmuddel. Also ich gehe mal zur Verknüpfung, klar, Verknüpfungen werden aufgelöst, das macht man ja in der Hypnose, die Verbindung, die Verknüpfung aufzulösen. Also prinzipiell ist es bei Gewichtsreduktion, gibt es jetzt nicht das eine Patentrezept wie bei einer Raucherentwöhnung. Ja. Da kommt es natürlich auf viele Faktoren an. Reden wir jetzt von 5 Kilo Übergewicht, geht es da einfach um ein bisschen Motivation, die gestärkt wird, Sport, Ernährung, dass man da Tipps gibt. Also das ist ja ein Gesamtpackage. Ja. Gerade bei Gewichtsreduktion glaube ich persönlich,
das sind viele Komponenten, die ja zusammenspielen. Mhm. Und jemand, der einfach von gesunder Ernährung sich damit nicht auskennt oder da kein Gefühl für hat, ja. Das ist ja auch eine Komponente, die muss dann erlernt werden. Absolut. Langsam. Und da bringt es nicht, wenn man nur die Ursache löst. Ja. So, und das sind so viele, gerade bei der Gewichtsreduktion, so viele Aspekte. Und habe ich jetzt 5 Kilo Übergewicht? Oder habe ich Bulimie? Mhm. Oder habe ich 40, 50, 60, 70 Kilo Übergewicht? Mhm. So, und je nachdem variiert da natürlich dann auch einfach der Ansatz. Ja. Reden wir jetzt nur von 5 Kilo Übergewicht und brauchen wir ein bisschen Motivation, kann man ja auch, du empfiehlst in deinem Programm ja auch Hypnobox, die Hypnose-App. Da gibt's das Package Abnehmen. Mhm. Kann man sich einfach mal 2-mal täglich anhören und selber eine Verhaltensänderung wirken, um die Motivation zu steigern, vielleicht kleinere Portionen und so weiter. Da haben wir aber jetzt emotionales Essen, was du ja auch thematisierst. Ja. Und greife ich zu Schokolade, dann ist ja auch wieder, ist mein Übergewicht jetzt ein Schutzpanzer? Ist es Kummerspeck? Wieso greife ich dahin? Und dann schauen wir, warum? Welche emotionale Wunde ist da? Mhm. Wir suchen die emotionale Wunde in der Hypnose und dann heilen wir sie. Mhm. Und dann, wenn die Ursache geheilt ist, hat dein Körper gar nicht mehr den Grund, das Übergewicht zu, oder das Symptom, das Übergewicht zu produzieren. Ja. Zu produzieren, ja. Wie kann ich mir diese Heilung, die du beschreibst, so vorstellen? Was passiert da? Also wir gucken ja zunächst, wo ist die Ursache? Ja. Suchen die emotionale Ursache, die jetzt komplett unterschiedlich sein kann. Ne? Und dann, ich kann in der Hypnose oder wir können in der Hypnose ja nicht die Realität verändern, was da passiert ist. Und jetzt ist es so, jeder oder wir denken immer, dass wir den Grund kennen für unser Problem oder für den Schmerz, für die Krankheit, für das Symptom. Aber das, was wir glauben, kommt halt aus dem Bewusstsein. Mhm. Ja? Und das ist dann so die Rationalisierung und die logische Erklärung. Und ich kann aus Erfahrung sagen, das, was wir glauben, ist meistens der wirkliche Ursprung. Der wirkliche Ursprung ist tief irgendwo auf unserer Unterbewusstsein, die innere Datenbank abgespeichert, meistens oft aus der frühesten Kindheit. Dann Erfahrungen, die sich nach und nach gesammelt haben, das verstärkt haben. So, und in der Hypnose, du hast jetzt gefragt, wie lösen wir das auf oder wie heilen wir das? Ich kann oder wir können ein Ereignis, was passiert ist, das können wir ja nicht, kann ja nicht die Realität ändern, aber wir können hingehen und die Wunde ausheilen, indem wir einfach die Bedeutung des Ereignisses dem Unterbewusstsein eine neue Beurteilung der Situation geben. Ja, das erinnert mich gerade total. Und auch neue Bilder auch abspeichern. Ne? Also ein Unterbewusstsein, es denkt nicht logisch und es denkt auch nicht rational. Es denkt mit Bildern, es denkt mit Emotionen, Farben. All das mag dein Unterbewusstsein. Und wir können hingehen und deinem Unterbewusstsein neue Bilder vorschlagen. Okay. Und in der Hypnose ist halt, du musst dir vorstellen, der menschliche Geist besteht aus dem Unterbewusstsein und deinem Bewusstsein. Der bewusste Teil deines Geistes macht jetzt je nach Quelle aber ungefähr 5% aus. Relativ wenig, ne? Das ist so das logische, rationale Denken. Und dein Unterbewusstsein macht 95% von allem, was du denkst und fühlst, aus. Und in dem bewussten Teil ist das logisch-rationale Denken, die Willenskraft fällt unter dein Bewusstsein, aber auch der kritische Faktor. Das ist der Teil, der dein Unterbewusstsein, wenn du dir dein Unterbewusstsein mal als innere Datenbank vorstellst, das ist der Teil, der dein Unterbewusstsein schützt. Mhm. Weil dein Unterbewusstsein ist ja alles abgespeichert und das macht deine Persönlichkeit, die Integrität deiner Persönlichkeit aus. Und das wird natürlich stark geschützt, weil sonst würde ja jede Information tagtäglich einfach drauf abgespeichert werden und du wärst ja überhaupt in der Stabilität so. Und diesen kritischen Faktor, da gelingt es uns in der Hypnose, den zu umgehen. Und so können wir direkt auf dein Unterbewusstsein zugreifen und deinem Unterbewusstsein neue Handlungsempfehlungen vorschlagen, aber auch auf die Bilder, die dort abgespeichert sind, positiv beeinflussen. Und so die Bewertung einer Situation verändern. Ja, Wahnsinn. Da ist mir eben die Situation aus der Hypnose wieder. Welche? Achso, okay. Willst du es mal mitteilen? Ich fand es sehr beeindruckend. Es hat viel ausgesagt. Okay. Soll ich es mal erklären? Ich habe nämlich gerade mit Janina eine... Janina. Ich lerne es noch. Ich habe gerade mit Janina eine Regression in eine glückliche Situation gemacht. Sprich, ich habe ihr vorgeschlagen, dass sie in eine glückliche Situation geht in ihrem Leben, die sie sehr glücklich gemacht hat,
kann auch eine Situation aus der Kindheit sein. Möchtest du mal sagen, wo du gelandet bist? Ja, ich war beeindruckend. Ich habe nämlich doch ein Wort gesagt. Ah ja, stimmt, siehst du? Ja, ich habe Pommes gesagt. Das als Personal Trainerin. Nee, ich habe mich tatsächlich an eine Situation erinnert. Da war ich geschätzt 5 oder 6 Jahre alt oder so. Und bei uns gab es abends immer Abendbrot zu essen. Und danach wurden wir als Kinder, sind wir dann natürlich irgendwann ins Bett geschickt worden. Und dann kam aber an dem Abend, war noch irgendwie Besuch zu Hause, das weiß ich noch. Und das war natürlich als Kind super spannend, irgendwie bei dem Besuch zu sitzen, aber wir mussten ja schon ins Bett und als Kind hat man dann irgendwie an der Tür gelauscht und irgendwann kam dann meine Mutter rüber und ich habe mich schnell ins Bett geschmissen unter die Bettdecke und so getan, als hätte ich geschlafen und dann hat sie die Tür aufgemacht und meinte so, komm Janina, komm mal rüber und dann bin ich mit ins Wohnzimmer gekommen zu einer Uhrzeit, die für mich... Ich war noch nie zu dieser Uhrzeit irgendwie wach. Das war für mich einfach immer Schlafenszeit. Und dann stand da irgendwie, dann hatten sie Currywurst mit Pommes von der Pommesbude nebenan geholt. Und dann durfte ich zu einer Uhrzeit, zu der ich niemals wach sein durfte eigentlich, bei Besuch Currywurst mit Pommes essen. Und es war irgendwie, kam in der Hypnose eben hoch. Das erste Wort, was Janina einfiel, war Pommes. Pommes. Und ich, das war so eine überraschende Situation einfach irgendwie. Also in dem Moment wurde ich als Kind überrascht, sowas. Freudig überrascht und ich war halt total geflasht von dieser Situation, dass ich das plötzlich durfte. Und irgendwie kamen da so viele Gefühle in mir hoch, dass das eben in der Hypnose wieder hochkam. Es war sehr spannend für mich zu sehen. Super. Aber jetzt habe ich immerhin einen schönen Anker, wo ich mich in dieses Gefühl wieder reinfühle. Genau, der Anker ist gesetzt. Jetzt kann ich mich in Pommes wieder reinfühlen. Du musst ihn auch nicht mal mehr essen. Ach ja, schön. Sarah, fällt dir ansonsten noch irgendwas ein, was du gerne noch mitteilen würdest? Nö. Ich glaube. Aber, also hast du noch Fragen? Ich überlege gerade, spontan glaube ich nicht, nee. Du hast auch, glaube ich, jetzt schon wirklich viel erklärt und ich finde, da hat man enorm viel draus mitnehmen können, auch gerade, dass man halt eben, wenn man ein Problem hat, dass man irgendwie immer wieder irgendwie zu Nahrung greift, die man eigentlich nicht essen mag, dass man doch mal wieder hinschauen und hinhören sollte, woran liegt das gerade? Und du hast diesen Unterschied eben auch nochmal so schön beschrieben, irgendwie, ob man jetzt 5 Kilo abnehmen möchte und dann irgendwie an der Willensstärke oder Willenskraft so ein bisschen ansetzen kann oder ob es halt eben noch mehr Kilos sind und dann wirklich eine tiefgreifende Ursache da ist, wo es aber jetzt auch einfach die Chance gibt, dass man daran arbeiten kann und dass man diese Selbst, also es ist ja im Endeffekt eine Selbstverantwortung, genau. Dass man diese Selbstverantwortung erkennt, dass man erkennt, okay, ich habe es in der Hand und ich kann daran was ändern, ich bin nicht völlig in dieser Opferrolle, sondern ich habe die Möglichkeit, ich kann mir einen Hypnosetherapeuten suchen oder es gibt ja auch andere Therapieformen. Hypnose ist ja, ich will das jetzt nicht als das Nonplusultra darstellen, aber dass man da auf jeden Fall auf Ursachenforschung gehen kann und einfach schauen kann, okay, wo sitzt das Ganze? Und wenn man da den ersten Schritt wagt und was ich hoffe ist, dass wir dir heute so ein bisschen die erste Angst nehmen konnten, falls du über Hypnose schon mal nachgedacht hast. Und auch Motivation irgendwie. Ja. Egal welches Thema, man muss sich mit nichts abfinden. Ja, dass diese Möglichkeiten da sind und dass vielleicht jetzt der erste Schritt, es ist ja immer so, dass wenn man diesen Impuls hat, vielleicht schwirrt ja jetzt gerade in deinem Kopf irgendwas, was du gerne anpacken würdest, würde ich dir raten, setz diesen Impuls tatsächlich direkt um, such dir zur Not direkt was, wo du ins Handeln kommst, mach einen Termin aus oder ne, irgendwie so pack den Impuls an und da hoffe ich dir, dass wir dir da ganz viel mitgeben konnten. Sarah, ja, ich danke dir ganz herzlich. Ich hoffe auch. Danke, ich danke dir. Ja. Ja, und dann nett mit dir. War auch nett mit dir. Ja. Immer wieder gerne. Und ich wünsche dir und allen Hörern da draußen noch ganz, ganz viel Spaß, einen wunderschönen Abend noch und viel Spaß beim Selbsterkennen und beim Ursachenforschung. Ja, ich auch. Wahnsinn, oder? Was für eine Geschichte, die Sarah da erzählt hat. Also ich bin immer noch hin und weg und ich bin so froh, dass ich sie kennenlernen durfte. Und wenn du durch diese Geschichte inspiriert wurdest oder denkst, dass vielleicht jemand in deinem Umfeld
genau diese Informationen gebrauchen könnte. Also, dass jemand vielleicht so ein bisschen depressiv ist und schon immer mit irgendwelchen Themen zu kämpfen hat, mit denen er einfach nicht so richtig umgehen kann. Vielleicht könntest du diese Folge einfach an ihn weiterleiten, sodass da vielleicht so ein kleines Fünkchen, so ein kleiner Anker gesetzt wird, um sich vielleicht mit dem Thema Hypnose mal auseinanderzusetzen oder zumindest den Weg in irgendeine therapeutische Richtung zu wählen. Weil es hat halt einfach was mit Lebensqualität zu tun und hier kannst du den Schritt wagen und kannst quasi aus deiner Verantwortung heraus diese Folge weiterschicken. Und was dann daraus passiert, das liegt nicht mehr in deiner Verantwortung. Dafür würde ich dir unglaublich viel danken und ich hoffe, wir konnten dir schon wirklich weiterhelfen. Wenn du mich oder Sarah kontaktieren möchtest, findest du alle Links in den Shownotes. Und ich würde mich auch, wenn dir das gefallen hat, also wirklich unglaublich über eine Bewertung bei iTunes freuen. Oder auch wirklich, wenn du mir Feedback gibst, wenn du mir sagst, welche Themen du gerne hören würdest, ob ich deinen Nerv treffe, ob die Folgen kürzer gestaltet werden sollten, was mir jetzt neulich mal aufgefallen ist, dass sie doch ziemlich lang werden. Wenn du irgendwelches Feedback hast, dann gerne an mich, denn ich mache das hier für dich. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, deine Janina.